Hallo, hier ist Terra Express. Holländer in Österreich, warum Tausende den Weißen See stürmen. Ein harter Job auf dünnem Eis. Der gewagte Einsatz des Eismeisters. Und Entscheidung auf dem Weißen See. Wer gewinnt das spektakulärste Eislaufrennen der Welt? Am Weißen See in Kärnten ist auf einmal Schluss mit der Ruhe. Die Region gerät fest in die Hand von Holländern. Sie kommen mit Sack und Pack. Bald werden es Tausende sein. Jeden Winter dasselbe und das schon seit einigen Jahren. Jetzt geht's wieder los. Jetzt kommen sie. So viele. Es herrscht wirklich Ausnahmezustand. Es verwandelt sich der ganze Weißen See in ein holländisches Dorf. Sogar ihre eigenen Ärzte haben die Holländer mitgebracht. Und die werden bald alle Hände voll zu tun haben. Morgen bekommen wir ungefähr 10% der Teilnehmer zu sehen. Das sind so um die 100, die hier mit Schnittwunden reinkommen und genäht werden müssen. Das wird bestimmt ein schwerer Tag. Alle bereiten sich auf das wichtigste nationale Sportereignis der Holländer vor. Und das nicht in Holland, sondern in Österreich. Es ist rund um einen herum nur holländisch. Man kommt sich fast so vor, als wäre man direkt in Holland. Und das ist nirgends zu übersehen. Sogar der örtliche Campingplatz öffnet jetzt, mitten im Winter. Denn wo Holländer hinkommen, da wollen sie auch campen. Camping ist Freiheit. Alles ist Freiheit. Und das ist, was wir lieben. Ja. 12 Stunden Fahrt haben sie auf sich genommen. Vom Norden bis hierher in die Alpen, wo sie sich jetzt wie zu Hause einrichten. Und das nur aus einem Grund. Hier haben wir Schnee, wir haben hier Winter und in Holland ist das nicht so. Hier ist es ist hier schön, super. Aber nicht nur, weil das so schön ist. Sie haben es auf das Eis des Weißen Sees abgesehen. Für ihr größtes nationales Eislaufspektakel. Denn genügend Eis gibt's in Holland dafür schon längst nicht mehr. Und sie brauchen ihn, den Eismeister vom Weißen See. Norbert Jank entscheidet darüber, ob die Holländer aufs Eis dürfen oder nicht. So, an die Arbeit. Jetzt kommt es darauf an, wie gut das Eis trägt, auf dem später die Schlittschuhläufer unterwegs sein sollen. Dort, wo der Eismeister seine Arbeit zu erledigen hat, fährt er über den zugefrorenen See mit dem Auto hin. Ja, ich habe da schon eine enorme Verantwortung für die vielen tausenden Eisläufer, die da sich am See bewegen. Die großen Wasserpfützen sind kein gutes Zeichen. Nicht nur einmal wurde so ein Eis Norbert Jank schon zum Verhängnis. Das gibt's doch nicht, verdammt! Aber selbst auf so etwas ist der Eismeister vorbereitet und er weiß, was er in solchen Fällen zu tun hat. Bernhard, komm schnell, ich bin mit dem Auto eingebrochen. Sowas darf nicht wieder passieren. Das Eis muss halten. Immer mehr Holländer treffen ein. Unvorstellbar, wenn jetzt auch am Weißen See ihr sportliches Nationalereignis ins Wasser fallen würde. Schon seit Jahren sind sie hier zu Stammgästen geworden, nachdem in Holland das Eis nicht mehr so dick wurde wie früher. Im Jahr 1909 hat es in Holland angefangen. Über zugefrorene Grachten und Flüsse geht es auf Schlittschuhen eine rund 200 Kilometer weite Strecke durch 11 Städte. Die Geburtsstunde der 11-Städte-Tour. Begleitet von Hunderttausenden begeisterten Fans wird die 11-Städte-Tour schließlich mit über 15.000 Läufern zur weltgrößten Eisschnelllauftour auf Natureis. Doch mittlerweile werden die Winter nicht mehr kalt genug. Das Eis geht immer mehr zurück. Ab 1998 ist es soweit. Die Holländer müssen sich woanders nach einem Ort umsehen, der ihnen für ihr Nationalereignis sicheres Eis bietet. Wer ganz sicher gehen will, der könnte in Russland fündig werden. In Oymyakon, dem wohl kältesten bewohnten Ort der Welt. Hier ist es so kalt, dass sogar heißes Wasser in der Luft sofort gefriert. Doch bei bis zu minus 71 Grad würde das Eislaufen wohl nicht wirklich Spaß machen.
Eine Alternative wäre noch im Norden von China, in Shaanxi, der Gelbe Fluss. Tatsächlich veranstalten ein paar Holländer auf der dicken Natureisfläche ein Eislaufrennen. Aber China ist doch zu weit weg. Nur etwa 60 Holländer nehmen teil. Kalt genug, aber nicht zu kalt und nicht zu weit weg soll also der Ort sein, den die Holländer für ihre Tour der Touren suchen. Wie wäre es mit Deutschlands kältestem Ort, dem Fundensee in Berchtesgaden? Hier ist es im Winter immer eiskalt. Knapp minus 46 Grad sollen hier schon gemessen worden sein. Ursache ist die besondere Lage des Sees. Umringt von Bergen in einer Senke, wo sich die Kaltluft staut. Aber für eine Eislauf-Großveranstaltung wäre der Fundensee nur schwer zugänglich und mit seiner Fläche von etwa 3,5 Fußballfeldern viel zu klein. Schließlich finden die Holländer ihr Eislaufexil in Österreich. Der Weißensee, über 900 Meter hoch in einem Tal im Westen Kärntens. Ideale Bedingungen für das holländische Eislaufspektakel, das seither Alternative Elfstädtetour genannt wird. Im Sommer ein Badeidyll wird der 6,5 Quadratkilometer große Weißensee jeden Winter zur größten Natureisfläche Europas. Er ist mit Auto und Campingwagen gut erreichbar und er hat einen Eismeister, der unterwegs ist, um für die Sicherheit der Eisdecke zu sorgen. Manchmal mit unfreiwilligem Zwischenstopp. Immer wenn die Eisschicht noch zu brüchig ist, steht die ganze Eislauftour auf der Kippe. Und der Eismeister gerät ganz schön unter Druck. Auch die Hoteliers am Weißensee werden dann nervös. Allein für Franz Eigner stehen 140.000 Euro auf dem Spiel. Wenn die Holländer bei uns nicht kommen würden, das wäre natürlich eine Katastrophe. Die haben mitgekriegt, was wir für ein Wetter haben, rufen an wegen Stornierungen. Boah, Norbert, du schaust aber nicht gut aus. Das kriegst du aber schon wieder hin, oder? Ja, ja, das kriegen wir schon hin. Jetzt fahren wir raus. Bernhard, das Auto geht. Versteckt her. Mit dem Auto aufs Eis. Woanders führen im Winter sogar Verkehrswege darüber. In Russland fahren selbst tonnenschwere Lkw über einen zugefrorenen See in Jakutien. Nur stehen bleiben dürfen sie nie. Das hält die Eisschicht dann doch nicht aus. Pech, wenn einer eine Panne hat. Mit dem Eis am Weißen See wird es immer kritischer. In diesem Winter hat auf einmal Tauwetter eingesetzt. Das macht dem Eismeister größte Sorgen. In den 80er Jahren war das Eis hier noch 60 cm dick. Aber seit einigen Jahren sind die Winter mild und es wird immer schwieriger, eine tragende Eisfläche hinzubekommen. Zweimal musste Eismeister Jank die Veranstaltung schon verschieben. Und einzelne Rennen musste er sogar absagen. Ja, auf alle Fälle hat man dann auch kein gutes Gefühl. Und man sieht, dass die Leute extra 1000 Kilometer nach Österreich fahren. Und dann sind sie hier und sie können nicht eislaufen. Das Wasser muss so schnell wie möglich runter vom Eis. Damit es abfließen kann, sägt Norbert Jank über 2000 Löcher in die Eisfläche. Spätestens morgen muss er den Verlauf der Bahn für das Eislaufspektakel festlegen. Ja, ich hoffe, dass morgen das Wetter besser wird und dass wir das noch schaffen. Er bleibt optimistisch, auch wenn die Chancen gar nicht gut stehen. Ich kann es ja leider überhaupt nicht. Dabei geht Schlittschuhlaufen heute sogar schon ohne Eis, also ohne gefrorenes Wasser, meine ich. Auf speziellen Kunststoffbahnen. Die müssen weder gekühlt noch präpariert werden. Sehr praktisch. Und man ist ganz unabhängig vom Wetter. Und das hier sieht ziemlich echt aus. Mal gucken. Wenn die Eisdecke des Weißen Sees nicht allzu dick ist, ist das für andere gar nicht so schlecht. Denn ihnen geht es nicht ums Eislaufen, sondern ums Eistauchen. Und dafür müssen sie erst einmal den passenden Einstieg frei bekommen. Ein ausgefallenes Hobby, nichts für schwache Nerven.
Nur mit Sicherungsleine geht's unter die Eisdecke, denn der Weg zurück zum Eisloch ist überlebenswichtig. Es ist so klar hier unten, dass Sichtweiten bis zu 20 Metern in die winterliche Unterwasserwelt mit ihren Bewohnern möglich sind. Eine Welt, die aber manchem auch schon zum Verhängnis geworden ist. Um es in dem eiskalten Wasser besser aushalten zu können, hat sich Eistaucher Ernest Tonschek eine spezielle Ausrüstung zugelegt. Yeah, perfekt. So, ich habe eine Heizweste. Ohne die könnte ich gar nicht tauchen. Denn die Wassertemperatur im Weißen See beträgt jetzt nur 4 Grad. Damit ist das Wasser hier knapp 5 Grad wärmer als in der Arktis. Trotzdem, einmal dort in die Tiefe zu gehen. Ein Traum für leidenschaftliche Eistaucher, auch wenn die Bedingungen extrem sind. Unter dem Packeis ist es fast stockdunkel, nur mit Unterwasserlampen etwas zu sehen. Und wer zu dicht an brechende Eisberge herankommt, für den kann das lebensgefährlich werden. Ein Risiko, das Taucher eingehen, um die faszinierende Unterwassertierwelt der Arktis hautnah erleben zu können. Wer es noch härter mag und dabei vielleicht sogar reich werden will, der kann das in Alaska versuchen. Denn unter dem Eispanzer verbirgt sich in der Tiefe ein begehrter Schatz. Pures Gold, über Millionen Jahre vom Schmelzwasser der Gletscher ins Meer geschwemmt. Um das Edelmetall aus der Tiefe zu holen, saugen die Goldsucher den Meeresgrund mit riesigen Staubsaugern ab. Auch hier gilt nie ohne Rettungsseil tauchen, denn das wird immer dann überlebenswichtig, wenn es zu einem Zwischenfall kommt und der Taucher das Loch oben im Eis nicht schnell genug wiederfindet. Das gilt für das Eistauchen in der Arktis genauso wie im Weißen See in Kärnten. Eismeister Jank macht sich weiter Sorgen. Grüß euch! Grüß dich, Norbert! Na, und wie ist das Eis heute? Für uns ist heute das Eis perfekt zum Tauchen. Dadurch, dass es nicht so dick ist, haben wir viel mehr Licht. Für ihn bedeutet das gar nichts Gutes. Zwar herrscht kein Tauwetter mehr, aber die Bedingungen sind noch immer nicht optimal. Es hat sogar geschneit. Heute gilt's. Soll das Großereignis wie geplant stattfinden, muss der Eismeister bald die Bahnen für die Schlittschuhrennen auf dem See spuren. Zusammen mit seinem Sohn Bernhard prüft er ein letztes Mal, ob die Eisdecke wirklich dick und trocken genug ist. Endlich Erleichterung. Ja, super, Bernhard. Da haben wir jetzt ein super Eis, weit über 20 cm. Super. Jetzt muss er schnell sein. Durch den Regen hat er schon viel Zeit verloren. Und als es endlich kälter wurde, ist auch noch Schnee dazugekommen, den er nun wegräumen muss. Bei den Holländern steht alles bereit. Sogar ihre eigenen Buden haben sie mit an den Weißen See gebracht, damit sich alle wie zu Hause die 2 Wochen während der Amateur- und Profirennen versorgen können. Alles wartet darauf, dass der Eismeister die Fläche endlich freigibt. Aber Norbert Jank braucht Zeit. Er ist noch dabei, die 12,5 Kilometer lange und 15 Meter breite Bahn mit einer Maschine freizuräumen. Und das ist nicht ohne. Müssen wir nur schauen, dass wir nicht einbrechen, weil das Gerät ist sehr schwer, das hat 2,5 Tonnen, dass wir es wieder rauskriegen von Wasser. Denn tatsächlich war er mit seiner Maschine schon einmal eingebrochen. Zum Glück ist nichts weiter passiert. Bis tief in die Nacht arbeitet er. Am nächsten Morgen. Alles wartet gespannt auf den Eismeister vom Weißen See. Dames und Herren, hier ist unser Eismeister Norbert Dankern. Ja, sehr gutes Nachrichten für Holland. Das Eis ist freigegeben. Jetzt kann sie nichts mehr stoppen. Die sehnsüchtig erwarteten Eisrennen können stattfinden. Während sich die ersten schon vorwagen, arbeiten Norbert Jank und seine Söhne immer noch auf Hochtouren am perfekten Eis und erhalten dafür gelegentlich fachkundiges Lob. Das Eis ist super. Super. Ja, danke, danke.
Servus. Danke für alles. Wenn wir dich nicht hätten, wäre das Eis auch nicht so gut. Ne? Ja, danke. Die Eismeister ist sehr berühmt, auch in Holland. Das Eis ist wirklich dieses Jahr auch, es ist wunderbar. Und das war nicht nur die Natur, aber das war auch die Eismeister. Ein Hurra für die Eismeister, ein Hurra für die Eismeister. Auch von den Wintercampern werden morgen viele an den Start gehen. Heute Abend wird noch einmal angestoßen. Die Strecken bis zu 200 Kilometern werden besonders für die Amateure kein Pappenstiel. Sollen wir schlafen gehen? Ja, ich mache den Alarm noch und ich setze es auf 5:45. Dann kannst du noch schön mal warme Pfannkuchen machen mit Marmelade. Danke. Bis zu 11 Stunden Eislaufen stehen ihnen morgen bevor. Was da auf sie zukommt, wissen viele noch nicht wirklich. Schon vor Sonnenaufgang geht es los. Bald ist der Weißensee fest in der Hand der holländischen Eisschnellläufer. In mehreren Wettbewerben können Profis und Amateure jeden Alters an den Rennen teilnehmen. Bernd Kree wagt es als einer von wenigen Deutschen mit anzutreten. Die Holländer beherrschen mit 95% der Läufer das Eis. Ich hoffe, dass ich dann auch die 200 Kilometer gut überstehe. Und ich versuche auch, meiner Altersklasse, den Holländern, so ein bisschen den Schneid abzukaufen. Ja, sie versuchen es. Aber wir tun es, ja. Ja, genau. Wie ist dein Name? Bart. Bart, ja. Ich heiße Bernd. Bernd? Bernd. Bernd. Bart und Bernd. Bart. Ah, okay. Bart, Deutsch ist Bart. Ja. Ja. Alles klar. Na, ja. Gut. Gut. Hey. Also. Success, eh? Alles klar, wir sehen uns. Nur noch wenige Minuten bis zum Start. 200 Kilometer Eismarathon, der Deutsche gegen den Holländer. Mal sehen, wer das heil durchsteht und am Ende des langen Tages als Erster durchs Ziel laufen wird. Auch Prominenz ist anwesend. Eislaufstar Annie Friesinger, dreimalige Olympiasiegerin, verheiratet mit einem Holländer, darf den Startschuss geben. Endlich, es geht los. Jetzt muss das Eis der enormen Belastung von etwa 240.000 Kilo standhalten. Etwa so viel wie von 6 schweren Sattelzügen. Wenn auch etwas besser verteilt. Das Rennen läuft jetzt schon einige Stunden. Am Ende werden aber nur etwa ein Drittel der Teilnehmer die gesamten 200 Kilometer durchstehen. Der deutsche Bernd Kree und sein holländischer Rivale Bart wollen es auf jeden Fall schaffen. Doch viele Läufer unterschätzen, was alles passieren kann. Jeder Zehnte wird mit einer Verletzung im Sanitätszelt bei den Ärzten landen. Besonders die Läufer ohne Brille. Ihnen können die Augen einfrieren. Gerade Erfrierungen sind gefährlich. Den Ärzten blieb auch schon mal nichts anderes übrig, als erfrorene Zehen zu amputieren. Die Leute ziehen sich zu dünn an und 8 Stunden auf der Eis, das ist ein bisschen zu kalt. Das Thermometer zeigt -5 Grad an. Das sieht nicht nach heftiger Kälte aus. Doch das eigentlich Tückische ist der eisige Fahrtwind. Er macht aus -5 schnell mal -12 Grad. Und dafür reicht die Hightech-Kleidung oft nicht aus, durch die sich viele der Läufer gegen die Kälte gewappnet glauben. Ein besserer Schutz wäre nötig. Mann, ist das kalt hier. Da muss ab und zu mal was Heißes in den Bauch. Ich bin ja schließlich kein Eisbär. Die haben Fellhaare, die innen mit Luft gefüllt sind und deshalb so ähnlich funktionieren wie eine Thermoskanne. Die Haut darunter ist schwarz und kann deshalb Wärme besonders schnell aufnehmen. Und darunter liegt außerdem noch eine isolierende Fettschicht. Mit diesen Tricks schaffen es die Eisbären in der Arktis zu überleben, ohne sich Frostbeulen zu holen. Auf der anderen Seite der Erdkugel in der Antarktis, da gibt es aber auch Tiere, die das können. Und das sind sie, die Kältekünstler der Antarktis, die Pinguine. Sie können ihre Blutzirkulation äußerst raffiniert steuern, sodass im Winter die Füße gleichbleibend kühl bleiben. Aber nicht zu kühl. Immer 1 bis 2 Grad über dem Gefrierpunkt. Kalt genug, damit das Eis darunter nicht antaut. Und weil es nicht taut, kann es nicht wieder gefrieren. Pinguine kriegen also nie ganz eisige Füße und frieren auch nie damit fest. Noch nicht einmal bei -50 Grad. Sowas lässt sich nicht einfach nachmachen. Trotzdem ziehen Eisrennprofis oft keine Socken an, um ein besseres Gefühl für den Schlittschuh zu haben.
Nur Vaseline soll vor Kälte schützen. Aber das hat schon manchen einen Zeh gekostet. Ja, weil Profis haben auch wir Profis haben viele Probleme mit der Kälte. Denn wir sind nun mal keine Pinguine. Ja, wir sind keine Pinguins. Mit bis zu 36 Kilometern pro Stunde rasen die Profis unter den Rennläufern bei dem 200 Kilometer Eismarathon über den Weißen See. Genauer gesagt, sie gleiten. Nach der neuesten Theorie von Wissenschaftlern funktioniert das so. Auf dem Eis liegt immer eine sehr dünne Flüssigkeitsschicht. Fährt man mit einem Schlittschuh darüber, schmilzt vor allem durch die Reibungswärme das Eis darunter leicht. Damit wird die Wasserschicht dicker. Deshalb, so die Erklärung, funktioniert das Gleiten auf dem Eis mit den dünnen Kufen der Schlittschuhe besonders gut. Beim Amateurrennen geht es nun ans Eingemachte. Schon seit über 6 Stunden drehen die Läufer auf dem Eis ihre weiten Runden, angefeuert von einer, wie sollte es anders sein, holländischen Kapelle. Immer noch dabei sind der deutsche Bernd Kree und sein holländischer Mitstreiter Bart Steenstra. Der fährt zwar vorne weg, aber Bernd Kree ist ihm bereits 2 Runden voraus. Der 70-Jährige ist zäh. Und trotz schwindender Kräfte für Scherze hat der deutsche Herausforderer noch immer genug Kraft. Bin ich auch schneller? Ja, ja, hier. Deutschland 1. Ja, gut. 0. Gott verdorie, ja. Bis zu 11 Stunden auf dem Eis, nur mit kurzen Pausen. Energielieferanten zwischendurch, heiße isotonische Trinks und, typisch holländisch, Rosinenbrot mit Käse. Und das ist gewöhnungsbedürftig. Nach der 10. Runde möchten Sie ein Schinkenbrot haben. Auch beim Toilettengang wollen die Eisläufer keine Zeit verlieren. Wobei die männlichen Teilnehmer schamlos einen natürlichen Vorteil nutzen. Sogar mobile Toilettenhäuschen auf dem Eis gibt es. Auch darum kümmert sich Eismeister Norbert Jank. Denn er muss die Toiletten auf Kufen über das Eis verteilen. Und das hat auch schon mal zum ungewollten Ausflug quer über den ganzen See geführt. Alles gut? Mal schauen, ob alles in Ordnung ist. So. Ein bisschen zurechtrichten. So. So, das kann halt einmal passieren, dass man in der Hektik einen blinden Passagier mitnimmt und einfach von einem Ort zum anderen fährt. Noch ist Jank zum Scherzen aufgelegt. Er ahnt nicht, dass es gleich richtig dicke kommt. Das Wetter am Weißen See schlägt um. Eine Schneefront ist aufgezogen. Die Bedingungen für die Läufer werden immer schlechter. Auf der Bahn klaffen schon jetzt große Risse. Der Eismeister kommt mit dem Räumen kaum noch hinterher. Der Schnee macht die Spalten im Eis unsichtbar. Fatale Stolperfallen für die Läufer. Und auch sowas ist dann schon passiert. Norbert Janks Räummaschine will nicht mehr. Ach, was ist denn jetzt wieder? Das Problem ist, es schneit und das können wir jetzt gar nicht gebrauchen. Wir müssen die Bahnen frei machen. Da muss ja mal runter. Viele Geräte baut der Eismeister mit seinen Söhnen selbst. Diese Spezialanfertigungen gibt es dann nur einmal. Wenn daran etwas kaputt geht, gibt es kaum Ersatzteile. Schon gar nicht von der Stange. Doch diesmal hat Norbert Jank noch mal Glück im Unglück gehabt. Die Antriebswelle ist gebrochen. Dafür gibt es zum Glück Ersatz. Nur wie lange muss er darauf warten? Und dann arbeitet auch noch das Wetter gegen ihn. Nach mehr als 6 Stunden kommen viele Läufer an ihre Grenzen. Schwere Stürze werden häufiger. 4,2 Kilometer bei 1,0. Ja, 4,2 Kilometer 1,0. Die Ärzte sind jetzt im Dauereinsatz. Es schneit immer heftiger. Im Ort wird der Schnee zu einem Problem, auf dem See für manche zum Drama. Einige der gestürzten Eisläufer haben schwere Platz- und Schnittwunden.
Sie müssen von den Ärzten schnell zur Notfallstation geholt und medizinisch versorgt werden. Doch was auch passiert, das alles kann die eislaufversessenen Holländer nicht abschrecken. Auch wenn im dichten Schneetreiben die Bahn oft kaum mehr zu sehen ist, wollen sie ihr großes Rennen unbedingt zu Ende führen. Da Youngs Maschine defekt ist, versuchen seine Söhne alleine, das Eis vom Schnee freizuhalten. Mit Erfolg. Das Duell geht in die letzten Runden. Und noch immer liegt der deutsche Bernd Kree vor seinem niederländischen Konkurrenten. Doch plötzlich kann sich Kree nicht mehr halten. Jetzt hängt alles davon ab, ob er sich verletzt hat. Prellungen und Platzwunden. Die Verletzten müssen im Akkord genäht werden. Und das bei einem sogenannten Spaß-Event. Für sie ist das Rennen diesmal vorzeitig zu Ende. Erst jetzt wird so manchem bewusst, auf was er sich da eingelassen hat. Ich weiß nicht, ob ich das noch mal machen will. Man muss verrückt sein, um das zu tun. Der Eismeister wartet noch immer bei seinem Räumfahrzeug und kann nichts tun. Es hört einfach nicht auf zu schneien. Und bei der einbrechenden Dunkelheit können die Schlittschuhläufer die Bahn immer schlechter erkennen. Endlich kommt Youngs Sohn, um das Fahrzeug wieder einsatzfähig zu machen. So, Norbert, dir reicht jetzt das Werkzeug? Einen Reparaturdienst anzufordern, wäre für den Eismeister keine Alternative gewesen. Das würde viel zu lang dauern. Wir müssen alles selbst machen. So, Norbert, kannst du es reparieren? Das dürfte kein Problem sein. Ansonsten habe ich mit. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Bei anhaltendem Schneegestöber treffen die Schlittschuhlangläufer nach und nach im Ziel ein. An einem Tag haben sie eine Strecke wie die von Frankfurt nach Köln auf Schlittschuhen zurückgelegt. Bart Steenstra kämpft sich mit Hilfe einer Taschenlampe noch Richtung Ziel. Von seinem deutschen Konkurrenten Bernd keine Spur. Bernds Frau hat die Hoffnung schon fast aufgegeben. Plötzlich taucht ihr Mann auf. Da ist der Bernd! Ja. Trotz Schnee, Dunkelheit und Stürzen, nach fast 11 Stunden auf dem Eis, hat es der 70-jährige Bernd Kree geschafft und seinen Rivalen ausgestochen. Wahnsinn! Vielen Dank! Bart Steenstra trifft kurz nach ihm ein, schafft es auch nur mit letzter Kraft ins Ziel. Was nach dem Ende des Rennens über den Ort hereinbricht, das hat selbst Eismeister Norbert Young selten erlebt. Eine Katastrophe. Der Höhepunkt des Eislaufspektakels, das morgige Profirennen über 200 Kilometer, ist in Gefahr. Ja, hallo. Ich befürchte, es schaut mit dem Wetter nicht gut aus. Wir werden das Rennen absagen müssen. Das Profirennen der alternativen Elf-Städte-Tour fällt dieses Jahr aus. Gegen solche Schneemassen ist selbst der beste Eismeister machtlos. Die Holländer haben den Winter gesucht und ihn gefunden. Aber das geht selbst ihnen zu weit. Das war's für heute aus der Terra Express Werkhalle. Vielen Dank fürs Zusehen, tschüss bis zum nächsten Mal und bleiben Sie cool.